Ein kleiner Lichtblick für den Tag. Dienstag, 15. Juli. Unser Andachtswort steht in Psalm 104, Vers 1. Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich. Du bist schön und prächtig geschmückt. Meine Frau und ich gingen durch eine Fußgängerzone. Ein Geschäft bot seltene Steine an. Im Schaufenster stand ein großer grauer Felsbrocken, einen halben Meter hoch. Auf einer Seite war er aufgesägt, an der Innenwand blinkten glitzernde Kristalle auf. Vom Licht angestrahlt leuchteten sie in brillanten Farben, von hellem, leichten Rosa bis zu dunklem Violett. Es waren wunderschöne Amethyst-Edelsteine. Mir fiel eine Aussage Ellen Whites ein. Gott, der Perlen im Ozean werden lässt und Edelsteine wie Amethyst und Chrysolith in die Felsen legte, ist ein Liebhaber des Schönen. Aus Auf den Spuren des großen Arztes, Seite 339. Schönheit gehört zum Wesen Gottes. Er hat alles schön gemacht. Menschen haben die Fähigkeit, Schönheit zu empfinden. Sie löst in uns Bewunderung und Freude aus. Der große Gott ist ein Liebhaber des Schönen. Er hat die Liebe zum Schönen in das Herz seiner Kinder gepflanzt. Das war ein Zitat aus Ellen White Education, Seite 41. Zwar gibt es durch die persönliche Prägung des Einzelnen erhebliche Unterschiede im individuellen Geschmack. Allen gemeinsam ist aber noch immer die Wirkung der Schönheit. Sie spricht uns an und erfreut uns. Man könnte fragen, warum diese verborgene Schönheit? Wem nützt es, wenn herrliche Kristalle in grauem Fels eingeschlossen sind? Dazu noch einmal Ellen White. Gott ist ein Liebhaber der Schönheit. Er hat uns in der Welt, die er für uns bereitete, nicht nur die nützlichen Dinge gegeben und alles Notwendige, das wir für unser Wohlbefinden brauchen, sondern er erfüllte Himmel und Erde mit Schönheit. Aus Counsels to Parents, Teachers and Students, Seite 185. Ich bewundere Menschen, die mit viel Sachverstand die Schönheit in unscheinbaren Felsen entdecken und zum Vorschein bringen können. Es lohnt sich, nach verborgener Schönheit zu suchen, nicht nur im materiellen Sinn. Gott sagt zu uns, sieh genauer hin, schau tiefer. Wo du in einem Menschen auf den ersten Blick nur ein abstoßendes Äußeres, nur hässliche Worte oder böse Taten wahrnimmst, kannst du sicher noch Spuren einer inneren Schönheit entdecken. Sie kommt von mir. Sie wurde zwar verschüttet und entstellt durch das Leben in dieser sündigen Welt, aber angestrahlt vom Licht meiner Liebe kann sie wieder erhellt werden. Wo das geschieht, wird Gott gelobt. Lothar Wilhelm.